Hallo, willkommen zum nächsten Tutorial über Keyboard spielen in einer Band, über Akkorde, mit denen wir uns zunächst mal beschäftigen werden, wie man Akkorde spielen kann. Im letzten Tutorial habe ich euch die 7 Akkorde aus C-Dur gezeigt und heute werden wir uns mit Umkehrung von diesen Akkorden beschäftigen. Man kann einen Akkord nicht nur in der Grundstellung spielen, also C-Dur wäre so. Man kann die Reihenfolge der 3 Töne auch ändern. Wir können das C auch nach oben nehmen. Und dann haben wir C-Dur in der ersten Umkehrung. Wenn wir das noch einmal machen, den untersten Ton nach oben nehmen, dann haben wir C-Dur in der zweiten Umkehrung. Und wenn wir das ein drittes Mal tun, den untersten Ton nach oben, sind wir wieder in der Grundstellung eine Oktave höher. Wozu das Ganze? Die Umkehrungen klingen anders, weil wir doch meistens den höchsten Ton wahrnehmen. Und wenn wir den Song von letzten Tutorial nehmen, mit C-Dur, A-Moll, F-Dur und G-Dur, dann mussten wir da immer hin und her springen, was bei großen Sprüngen dazu führen kann, dass wir hingucken müssen, um die Töne zu treffen. Außerdem klingt es doch sehr auseinandergerissen, weil wir oft sehr große Sprünge machen müssen. Also benutzen wir in der Reihenfolge der Akkorde einfach Umkehrungen, die näher beieinander liegen. Also fangen wir mit C-Dur an und danach kommt A-Moll. Dann nehmen wir von A-Moll die erste Umkehrung. Wir tun also den untersten Ton nach oben. Also C-Dur so und A-Moll ist dann so. Für F-Dur müssen wir auch nur einen Ton verändern, den in der Mitte. Und dann springen wir zu G-Dur. Das ist dann die erste Umkehrung. Und das Ganze klingt deutlich homogener. Und dann gibt es Songs, deren Hookline tatsächlich aus bestimmten Umkehrungen besteht. Ein ganz bekannter ist folgende. Das ist Lean on Me. Und die komplette Hookline besteht aus ersten Umkehrungen, die einfach nach oben und wieder zurück verschoben werden. Ganz einfach. So, und zum Üben können wir jetzt unseren Song nehmen mit den 4 Akkorden und spielen einfach alle Umkehrungen in jedem Akkord. Also C-Dur, A-Moll, F-Dur. Und G-Dur. Wenn wir das mit den Akkorden tun, dann lernen wir auf diese Art und Weise die Grundstellungen und die beiden Umkehrungen der Dreiklänge kennen. Das ist eine Menge Arbeit, weil das war jetzt alles nur in C-Dur. Wir haben aber noch 11 andere Tonarten mit jeweils 7 Akkorden. Also viel zu tun, um das alles kennenzulernen. Aber in einer Band brauchen wir so ziemlich alles davon und müssen diese Akkorde einfach kennen. So, viel Spaß dabei. Probiert ein bisschen aus und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bye bye.